Ihr Internetkommunikationsmodul VR900 wurde durch den Weiland Heizungsfachmann erfolgreich installiert? Dann können Sie jetzt die Verbindung zum Internet herstellen. Um die Vorteile einer Steuerung per App zu nutzen, brauchen Sie nur wenige Minuten zur Einrichtung und können Ihre Heizungsanlage per Multimatic-App steuern. Ihr Heizungsfachmann hat in der Nähe Ihrer Heizungsanlage das Internetkommunikationsmodul VR900 montiert. Sie können das Modul kabelgebunden via LAN-Kabel oder Powerline-Adapter betreiben oder, wie in dem hier vorgestellten Fall, via WLAN. Für die Einrichtung benötigen Sie die im Lieferumfang befindliche Karte mit dem QR-Code. Einen separat erhältlichen WLAN-Stick. Kompatible Sticks finden Sie auf www.weiland.de. Und ein Smartphone oder Tablet mit iOS- oder Android-Betriebssystem. Sollte die Karte mit dem QR-Code nicht mehr vorliegen, können Sie die Kabel von dem VR900-Modul trennen und das Modul vorsichtig von der Wandhalterung nehmen. Auf der Rückseite des Moduls finden Sie die Geräte-Seriennummer. Diese können Sie alternativ zum QR-Code für die Kopplung mit dem Internet nutzen. Zurück zur Einrichtung. Laden Sie als erstes die Weiland Multimatic-App aus dem App Store auf Ihr Smartphone oder Tablet. Geben Sie in der Sucheingabe Weiland ein. Wählen Sie die App Multimatic, die Weiland Heizungssteuerung aus und laden sich diese auf Ihr Gerät. Starten Sie dann die App. Beim ersten Mal werden Sie gebeten, einen neuen Account anzulegen. Wählen Sie, wie Sie Ihre Anlage mit dem Internet verbinden möchten, in diesem Fall per WLAN. Wie ist Ihr Internetkommunikationsmodul montiert? Im Gerät oder an der Wand? Zur Anmeldung des separat erhältlichen WLAN-Sticks muss die Anlage neu starten. Ziehen Sie also als nächstes den Netzstecker aus der Steckdose. Der WLAN-Stick wird von unten in den USB-Anschluss gesteckt. Verwenden Sie hierfür einen noch nicht konfigurierten WLAN-Stick, denn das Internetkommunikationsmodul kann keine vorkonfigurierten Netzwerke erkennen. Stecken Sie erst jetzt den Netzstecker wieder ein. Nach kurzer Zeit wird in den WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets das Netzwerk des Internetkommunikationsmoduls zur Verfügung stehen. Das auszuwählende Netzwerk beginnt mit VR900. Verbinden Sie sich bitte mit dem Passwort AppConnect. Achten Sie dabei auf die Groß- und Kleinschreibung. Wechseln Sie anschließend zurück in die Multimatic-App. Wenn die Verbindung zwischen dem VR900 und dem WLAN-Stick erfolgreich war, erscheint unter dem Punkt WLAN das Wort Fortfahren grün hinterlegt. Bestätigen Sie, indem Sie auf Fortfahren tippen. Um den WLAN-Stick mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden, wählen Sie bitte jetzt Ihr eigenes WLAN-Netz und geben Sie das dazugehörige Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf Verbinden. Der Vorgang hinterlegt die Netzwerkdaten auf dem Stick. Das Internetkommunikationsmodul verbindet sich jetzt mit dem WLAN. Dies kann einige Minuten dauern. Legen Sie als nächstes einen Benutzeraccount an und akzeptieren Sie die AGBs und Nutzungsbedingungen. Um das VR900-Modul auf dem Weiland-Server zu registrieren, scannen Sie den QR-Code von der beiliegenden Karte oder geben Sie die Geräteseriennummer manuell ein. Vergeben Sie noch einen Namen für Ihre Heizungsanlage. Achten Sie dabei bitte auf die korrekte Länderkennung, da das System das VR900-Modul sonst nicht am Server anmelden kann. Die Registrierung war erfolgreich, wenn die LED-Lampe blau blinkt. Nun wird das Heizsystem gescannt. Das kann je nach Systemgröße bis zu 30 Minuten dauern. Und schon sind Sie fertig und können die Vorteile der Multimatic-App nutzen. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und stellen Sie die Heizzeitfenster ein, um besonders effizient zu heizen. Klicken Sie hierfür auf die Uhr am unteren rechten Bildschirmrand. Mithilfe der Abfrage können Sie das Heizsystem einfach passend für Ihre Lebenssituation konfigurieren. Hierzu können Sie aus verschiedenen voreingestellten Programmen wählen. Die Heizzeiten im Heizprogramm lassen sich mühelos anpassen. Klicken Sie hierfür auf einen Wochentag und auf Bearbeiten. Verändern Sie nun Ihre gewünschten Zeiten und speichern Sie Ihre Änderung. Der Startscreen zeigt Ihnen immer den aktuellen Tagesverlauf an. Durch Bestätigen der einzelnen Kacheln können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Wenn Sie zum Beispiel auch eine Wohnraumlüftung von Weiland haben, werden hier auch deren Grundparameter über die App eingestellt.
Alle Einstellungen werden auf Ihren Regler Multimatic 700 übertragen. Mit einem Servicevertrag können Sie den effizienten und reibungslosen Betrieb Ihres Heizsystems noch weiter verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.weiland.de. Weiland – das gute Gefühl, das Richtige zu tun.